Die Mac Munich ist eine der wichtigsten Messen für Nerds. Hier stellen Roboterbastler, Programmierer und Digitalkünstler ihre Erfindungen vor. Zwei Nürnberger Abiturienten haben aus einer Tonne für Schmutzwäsche diesen Roboter gebaut, der einem die Getränke abends an die Couch bringt. Wir haben den fahrbaren Getränkeroboter entwickelt, der im Prinzip per App steuerbar ist oder vollautomatisch fährt. Der hat internen Akku drin, also er ist komplett mobil und kann im Prinzip sich in der Wohnung bewegen. Dabei haben wir 5 Flaschen unten im Roboter drinstehen und man kann über das Menü hier oben auswählen, was man gerade trinken möchte. Cola, Fanta, Wasser, Cola Light. Dann wird aus der Colaflasche unten, also wird in der Colaflasche ein Überdruck erzeugt und durch den Überdruck wird durch einen anderen Schlauch die Flüssigkeit, in dem Fall die Cola, in den Becher abgepumpt. Der Becher wird dann serviert und fährt hier nach oben raus, dass man ihn einfach entnehmen kann. Wir arbeiten etwa seit 2,5 Jahren an dem kompletten Roboter, haben uns 3-4 Mal die Woche getroffen, haben immer 2-3 Stunden am Tag gearbeitet, um das so zu schaffen. Die Konzepte haben wir oft umgeworfen, weil es alles Learning by Doing war. Es war immer okay, ob es klappt, wenn es klappt, okay, es klappt nicht so ganz gut. Dann haben wir es immer wieder neu gemacht und so, dass es am Ende so ein Resultat ergeben hat. In den nächsten Wochen wollen die Nürnberger ein Start-up gründen und ihren Roboter Firmen auf Messen anbieten, als elektronische Hostess.